Ja, gucken wir mal. Wähle deinen Kämpfer. Und damit willkommen zurück zu Smash Brothers. Ja. Damit Yoshi eine Fertigkeit, die niedriger ist, knapp niedriger ist als die von Wario, die mit der Stufe von deutlich höher ist, ist es natürlich interessant. Aber okay, das ist schon okay. So. Wir werden das wieder versuchen. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, mit wem wir das denn versuchen sollen. Also, klar, mit Quaijutsu wurde mir das empfohlen. Am besten Quaijutsu, dann 10 Stück, dann passt das schon. Aber irgendwie weiß ich nicht. Glaube ich, das ist das nicht gut. Wir sollten das schon ein bisschen unrisikoreicher gestalten. Lucina. Deswegen möchte ich mal jetzt mit Lucina spielen. Und Black Edition. Und wir werden jetzt einfach nur 5 machen. Ticket, jeder gegen jeden. Packen wir. 5 oder mehr, je nachdem wie das aussieht. Obwohl, ich habe das ja schon öfter gesagt. Sieht super aus. Oh, packen wir schon. Und ein Abschuss. Sind wir da voll abgekackt. Deswegen, wir gucken einfach mal, was jetzt hier... Wow. Was jetzt hier passiert. So, den lassen wir einfach nicht angreifen. Wow. Aber angegriffen. So, jetzt aber danke. Nummer 1. Nummer 2. Riesenkampf gegen Link. Jeder gegen jeden. Dr. Mario und Bewohner. Komm, Dr. Mario und Bewohner. Das ist auch machbar. Bereit? Los! Würde ich mal sagen, das ist jetzt nur Dr. Mario und der Bewohner. Bam! Und jetzt komm. Du auch. Du wehrst dich hier auch, ne? Smash-Kugel. Ich kann mir vorstellen, dass sie das gleiche hat wie Marsh. Jawohl, hat sie. Wollte schon sagen, es irgendwie müsste dasselbe wie Marsh sein, dieser extrem heftige Angriff und dann... Kabam! Fuchikago. Einfach so, flieg weg. Andersrum, es ist halt gefährlich, wenn das, wenn er in der Nähe dann ist. Wenn er ganz in der Nähe ist, dann ist wirklich ganz schlecht. Bam! Wenn er ganz weit weg ist, weil diese Attacke halt eine wirklich richtig geradlinige Attacke ist. Das heißt also, wenn wenn man dann an dem vorbeizieht, geht man auch bis ins Aus und sagt, oh, kann man noch nicht mal sagen, oh, sondern man fliegt raus. Ende, tschüss und weg. So, Teamkampf, komm, Teamkampf, Rosalina als Teamkollegen, das packen wir. So, aktuell sieht das ja noch gut aus, also aktuell kann man auch sagen, ach komm, zieh durch. So. Nummer 1 wegschlagen, Nummer 2 wegschlagen. So, und jetzt aber. Und tschüss. Die ist gut. Die ist wirklich gut. Die ist richtig gut. Vielleicht können wir das echt sogar mit schwieriger das schaffen. Herrenkampf. Komm, Herrenkampf. Wir sind noch gut dabei. Wir sind noch guter Dinge. Wenn das so weiterläuft, dann bleiben wir auch guter Dinge. Ah, das ist ja natürlich... Die habe ich jetzt vergessen, diese Attacke. Eine der heftigen Attacken von Ness. Weiß man gar nicht. Aber im Endeffekt... kann das richtig durchziehen. Der seine Rettungsattacke. Wenn man die richtig einsetzen kann. Wenn nicht, dann ist es schlecht. Dann bringt die gar nichts.
wenn man sie nicht richtig einsetzen kann. Ich kenne das noch selber von mir. Ich kann die, glaube ich, bis heute nicht richtig einsetzen, aber das macht nichts. Werde ich das ja noch früher oder später sehen. Ticketrausch, Metallkampf gegen... Och, komm. Das ist jetzt auch einfach. Metallkampf gegen Metall-Olima. Also... Okay. Den hier erstmal rauskriegen, heißt es jetzt. Es kann sich doch ein bisschen schwieriger gestalten, als es klang. Ja, aber so schwierig ist es jetzt nun auch nicht. Wow, 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 die habe ich ja gar nicht gesehen. Da war eine Bombe. So. Nein, Beanies, nein, Beanies, nein, 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 ich bin nicht böse. Ich habe euch nichts getan. So. Herausforderin des Schicksals. Das sind wir. Wow. Jetzt aber, komm. Ich glaube, das sollten wir danach wirklich lassen. Wow, genau deswegen. So, jetzt aber, Olima. Oh, oh, Smash, Smash, Smash. Wenn Olima das kriegt, dann haben wir ein Problem. Oder wenn wir das so kriegen. Ist es unglaublich. Weißt du, da ist ganz einfache Sache. Ganz easy, easy, easy. Und dann kacken wir so ab, ey. Alter, Alter. Alter, Alter. Ja, komm, 5000 einsetzen. Wähle deinen Kämpfer. Im Endeffekt, glaube ich, habe ich nichts falsch gemacht, oder? Pac-Man! Nein, wir wollen nicht Pac-Man, sondern... Wir wollen sie nochmal. Alter Falter. Aber wer hätte das auch bitte erahnen können, dass das so extrem schlecht läuft? Wie gesagt, ich hätte ja direkt danach gegen die Meisterhand angetreten, gegen die andere Hand angetreten, weil... Okay, ohne jetzt das vorher zu wissen, dass er also... Hätte ich ihn jetzt direkt rausgehauen danach, dann hätte ich gesagt, komm. Was macht Kirby da? Warum frisst er das Ding auf? Warum frisst du es auf? Nein, das war dumm. Naja, wenigstens ist er weg. Wenigstens ist Quaiuzo weg. Kirby jetzt auch. Wir sollten jetzt wirklich langsam so ein bisschen ruhiger angehen lassen, diese ganzen... Pac-Man schaffen wir noch. Gucken wir mal weiter danach. Oh je. Aber komm, 5 müssen wir irgendwie noch schaffen. Ich wollte schon gerade sagen, hä, warum ist das jetzt auf einmal... Ja, das ist ja ein bisschen gespiegelter. What? Warum bin ich jetzt gerade wieder so schlecht? Alter Falter! Das kann doch alles nicht sein. Das ist hier echt wieder jetzt so kacke läuft. Gibt's doch gar nicht. Unglaublich. Da erst überlegst du ein bisschen, dann denkst du... Und dann sowas. Nee, komm, Bowser. Machen wir gegen Bowser. Bereit? Los! Machen wir gegen Bowser. Das wird aber auch heftig schwierig, glaube ich. Wenn der sich jetzt hier querstellt, dann wird das nichts. Ah, Krabbelmine. Krabbel, krabbel, krabbel. Die krabbelt ein bisschen. Wow. So, Hammer, Bruder. Ja, Hammer, Bruder hat das hingekriegt. Sehr schön. Der Hammer, Bruder macht das Ding. Ticketrausch.
Komm, den packen wir noch. Dann haben wir 5. Dann sollten wir überlegen, ob wir wirklich dann noch weitermachen. Bereit, los! Weil 5 ist auch schon eine Marke. Auch wenn nicht Marke nicht gerade hoch ist, aber... damit wären wir zumindest unseren eigenen Rekord besser. Weil 3 ist der aktuelle Rekord. Wenn man überlegt, 3 ist der aktuelle Rekord. So. Ticketrausch. Weitermachen oder aufhören. Wir haben Pummelluft da jetzt. Es ist... ah je. Wo ist das denn? Das ist Tempel oder wie? Sieht stark nach Tempel aus, kaum Member. Andersrum, ich habe eben auch gesagt, ach komm, nimm wir, und dann ist abgekackt. Ist der Tempel. Aber nur einbasig. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es ist ein Schnitzel. Ein kräftiges Schnitzel. Aber ein leckeres Schnitzel. Ein kräftiges, leckeres Schnitzel war das. 6 Stück. Also vom Schaden her sagt das ja eigentlich nur das, dass wir eigentlich weitermachen müssen. Von der Logik her würde es aber sagen, wir müssen aufhören, weil letztes Mal sind wir auch in Runde 7 ausgeschieden. Es ist... Riesenkampf gegen Mario. Komm, Risiko. Wir spielen hier ein Spiel, was auch ein bisschen Spannung braucht. Ich hoffe, ihr seid auch dabei mit dieser Spannung. Und ich hoffe, dass dieser Teil endet jetzt nicht gleich. Weil wenn dieser Teil gleich endet, wisst ihr Bescheid, dass ich nicht geschafft habe. Wow, der Schlag war heftig. Ja, sehr schön, brillant. So. Runde 7. Wir haben schon gegen einen Probleme gehabt, ne? Wir haben schon gegen einen Probleme gehabt. Ich habe gerade gesagt, Risiko, dann bleiben wir bei Risiko. Wir haben schon mit einem Probleme gehabt. Komm. Das muss hinhauen. Gut, oder auch so, du kannst auch enden, ne? Ist Risiko, Risiko, spielt man auf seinem eigenen Risiko und das war's für heute. Ich versuch's dann nochmal, glaube ich, nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal, tschüss.